Hi Leute, Molly ist back on track. Nein, was, wie ist die Übersetzung? Molly ist back. Ach, die sieht es mal anders. Hottesten Schirm. Okay, egal. Ich werde heute ein ganz klassisches Make-up-Tutorial schminken. Applaus. Yes. Und ja, ich hoffe, ihr supportet den Scheiß, weil ihr wolltet das, obwohl es eigentlich keiner mehr guckt. Abi-Look, whatever, Hochzeitslook, worauf ihr Bock habt. Ich werde natürlich eine Drogerie-Version schminken. Ich habe 3 Augenbrauenstifte, die ich gut finde aus der Drogerie. Das wäre einmal Catrice, dieser Brow Pen. Ich glaube, ich nehme den von Max Factor. Der Brow Shaper Ultra Fine Shape Fill Define. Das ist so ein Micro Pencil. Also ein super feiner. Ja. Ich würde jetzt tatsächlich mit den Augenbrauen anfangen, mir diese erstmal aufzufüllen. Dadurch, dass ich jetzt gleich mit den Lidschatten weitermache, kann ich gleich mit dem Concealer so ein bisschen meine Augenbrauen korrigieren und kann diesen Concealer dann auch gleich als Lidschatten-Base benutzen. Das heißt, wir sparen uns ein extra Produkt. Könnt mit bei den Augenbrauen auch so Waterproof-Produkte euch anschauen, wenn ihr so viel schwitzen solltet, viel tanzen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist jetzt nicht waterproof. Ich fülle meine Augenbrauen jetzt ein bisschen stärker auf. Minimal. Deswegen nehme ich jetzt hier nochmal den Stift von BH Cosmetics. Was empfiehlst du? Wie früh sollte man sich vor der Abi-Feier anfangen, fertig zu machen? Also ich brauche so 2 Stunden für so ein aufwendiges Make-up. 2, 2,5 Stunden, weil ich mir auch gerne Zeit lasse. Also ich mache das nie so, okay, jetzt muss es ganz schnell gehen. Das hasse ich. So, was ich noch gerne mache ist, wenn ich krassere Augenbrauen haben möchte, dann fülle ich die erstmal mit einem Stift auf und dann sette ich das Ganze mit einem Augenbrauenpuder, weil ich keins aus der Drogerie habe. Oder habe ich eins? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall nehme ich ein Augenbrauenpuder und sette jetzt nochmal meine Augenbrauen. Das intensiviert nicht nur den Augenbrauen-Style, sondern das settet auch nochmal diesen Stift. Das ist wie mit der Foundation. Wenn man die aufträgt, settet man das ja auch, dass es halt eben auch langlebiger ist sozusagen. Das mache ich jetzt auch mit der Augenbraue. Sieht auch ganz nett aus. Dann werde ich jetzt die Augenbrauen hier unten so ein bisschen korrigieren und diesen Concealer packe ich mir auch aufs Lid. Das wird dann meine Lidschattenbase. Und zwar ist es von Catrice, dieser One Drop Coverage Weightless Concealer. Wenn ich die Augenbraue korrigiert habe, dann packe ich den Concealer, wie gesagt, so auf mein Lid. Das korrigiert zum einen so, ja, die Verfärbung auf dem Lid, die Äderchen. Könnt ihr den Unterschied jetzt halt auch sehen. Und das macht die Lidschattenfarben, die wir dann gleich auftragen, einfach intensiver und halten auch länger. So, die Base sitzt. Was ich jetzt persönlich machen würde, ist mit den Augen anfangen. Einfach aus dem Grund, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Auge verkacken sollte, hätte ich dann noch die Möglichkeit, das nochmal runterzunehmen und mich an diesem Auge nochmal zu schminken. Ich persönlich finde es immer doof. Also ich kann nur von mir alleine sprechen, wenn ich dann die Foundation schon trage und ich habe dann irgendeine Stelle, wo ich so, oh, das habe ich jetzt, da habe ich echt Mist gebaut. Wenn man sich dann abschminkt, nimmt man sich auch immer viel Foundation weg und das dann wieder auszugleichen, finde ich persönlich immer schwer. Deswegen fange ich bei so aufwendigeren Looks einfach immer mit den Augen an. So, ich werde mich mit meiner Palette schminken. Ja, weil ich weiß, dass sie ein paar von euch haben und ein paar hatten sich auch wieder ein Tutorial gewünscht und die kommt am 2. Mai wieder online, sprich am Donnerstag, ne? War Donnerstag. Donnerstag. So sieht's aus, Freunde. Vielleicht greife ich auch mal zu so einer BH-Palette, gucke ich einfach mal. Ich gehe mit dem Flow. Und ansonsten dient das sowieso nur zur Inspiration. Ihr könnt halt das nehmen, was ihr zu Hause habt. Als erstes gehe ich in die Farbe Bone. Das ist dieser Shade hier. Damit sette ich jetzt erstmal diesen Concealer. Ich gehe einmal in die BH Palette und zwar die Desert Oasis Palette. Das ist diese hier. Und da ist eine Farbe drin und zwar Canyon. Das ist dieses ganz helle Braun hier oben. Und die Farbe platziere ich als meine erste Übergangsfarbe und die verblende ich richtig schön auf meinem Lid. Ihr könnt natürlich die Formen so halten, wie ihr es möchtet. Ob Cat Eye oder eher rund. Ich mache meistens Freischnauze. Also ich finde beides schön. Ich mag rundere Looks.
und aber auch catteigere Looks. Da mache ich immer, wie ich gerade lustig bin. Ihr könnt sehen, dass ich die Übergangsfarbe wirklich so richtig doll ausblende, weil die ist auch schön leicht. Das ist jetzt so meine dritte oder vierte Schicht. Beim Ausblenden braucht ihr auch keine Angst haben, ob die Farbe jetzt hier auf euer bewegliches Lid kommt. Das korrigieren wir später. Das ist jetzt erstmal ein Gerüst. Als nächstes gehe ich in die Farbe Moody. Das ist das hellste Braun aus der Palette. Das ist die hier. Und die Farbe platziere ich... hab vergessen, wie pigmentiert das war. Das platziere ich hier in meinen Außenwinkel und blende das so in meine Lidfalte. So, ich blende die Farbe jetzt erstmal aus. Baue ich sie weiter so ein bisschen Stück für Stück auf. Als nächstes nehme ich die Farbe Scorpio. Das ist das dunkle Braun aus der Palette hier oben. Die Farbe platziere ich jetzt auch an meinen Außenwinkel und in meine Lidfalte, aber so ein bisschen unter Moody. Und mit Scorpio gehe ich auch hier in meinen Innenwinkel rein. Um Scorpio in meiner Lidfalte ein bisschen besser zu verblenden und keinen zu großen Pinsel zu nehmen. Ich will Moody jetzt auch nicht ganz verdecken. Nehme ich so einen kleineren Blendepinsel. Also ich arbeite hier wirklich Step by Step. Aufbauen, verblenden, aufbauen, verblenden. Bis ich die Farbintensität habe, die ich mir dann für diesen Look wünsche. So, wenn wir das haben, dann mache ich wieder weiter mit der Catrice, mit diesem Catrice Concealer. Und da gebe ich mir so ein paar Tropfen auf meinen Handrücken. Nehme so einen kleinen Concealer-Pinsel, Synthetik, gehe da rein und mache mir jetzt so ein Semi-Cut-Crease. Um so ein bisschen die Übergänge zu verblenden, können wir hier unseren Finger nehmen und so zwischen Concealer und Lidschattenfarbe so ein bisschen klopfen. Dann haben wir so einen Ombre-Effekt. Dann gehe ich nochmal in die Farbe Scorpio und intensiviere jetzt hier nochmal meinen Außenwinkel und blende das so ein bisschen in den Concealer rein, damit wir hier weichere Übergänge haben. Dann habe ich ein kleines bisschen Moody genommen, ja, und das blende ich jetzt zwischen Concealer und diesen dunklen, also Concealer und Scorpio. Ganz bisschen. Also ab hier haben wir jetzt ein paar Optionen. Ihr könntet, wenn ihr wollt, okay, mehr als das möchte ich nicht, könnt ihr jetzt zum Beispiel die Farbe Bone nehmen aus der Palette, diesen Ton hier, und das einfach mit so einem flachen Lidschattenpinsel dahin pressen, in das Braun reinblenden, dann hätten wir so einen schönen Ombre-Effekt, dann würde das jetzt in etwa so aussehen wie hier. Wer jetzt sagt, nee, okay, ich brauche ein bisschen mehr, kann jetzt entscheiden, okay, mit welchen Farben will ich arbeiten. Ihr könnt zum Beispiel aus so einer Palette viele Farben rausnehmen. Also eigentlich könntet ihr jetzt alles nehmen, was hier ist, und auf diese helle Fläche packen. Wenn ihr sagt, ja, ich will schon ein bisschen mehr, könntet ihr Rot nehmen, ihr könnt dieses krasse Gold nehmen, dieses Türkis nehmen. Also, oder das hier, das liegt ganz bei euch. Wie gesagt, ab hier habt ihr viele Optionen mit den Farben. Ich hatte mir persönlich was Goldenes gewünscht, deswegen mache ich das jetzt auch. Und zwar gehe ich in die Farbe Baby. Das ist das hellere Gold hier aus der Palette. Das ist ein super softes Gold, aber das soll mir eigentlich auch nur als Base dienen. Okay, Baby ist auf dem Lid. Auch hier haben wir jetzt ein paar Optionen. Uno momento. Jetzt könnten wir es so lassen. Was ihr dann machen könnt, es gibt diese Glitterliner. Dieser hier ist jetzt von Urban Decay, ist nicht Drogerie, aber ich glaube, mittlerweile hat NYX auch solche Dinge rausgebracht. Und dann könntet ihr das hier nehmen und entlang dieser Half-Cut-Crease so ein goldenen Liner zeichnen, ziehen. Sieht immer geil aus, ist immer ein Hingucker. Ihr könnt aber auch so einen Glitterliner nehmen und das jetzt auf diese Goldfläche geben. Dann ist alles schlicht, aber dann habt ihr einfach ein paar mehr Goldreflexe. Nicht nur Gold, Silber, ihr könnt sehen, gibt in allen möglichen Farben. Ihr könnt auch die Übergangsfarben ein bisschen ändern und halt passender zum Kleid. Also ihr könnt wirklich viel spielen. Es gibt mittlerweile auch, ich glaube auch eine Drogerie, das weiß ich nicht. Ah doch, doch, BH Cosmetics hat so eine Liquid Glitter Eyeshadows. Ich habe die leider nicht von denen. Deswegen arbeite ich hier jetzt mit Alternativen. Das sind so eine Dinge, ne? Die trocknen dann irgendwann, dann hat man eben auch super viel Glitter drauf. Dieses wäre zum Beispiel jetzt von Stila. Ich möchte so ein bisschen Silber, kühl Gold haben, weil ich hier ja auch Wärme auf dem Lid habe, hier dieses Kühle, bleibe ich eher in dieser Richtung. Also nehme ich das jetzt von Stila, wie gesagt, Dings hat auch welche.
BH. Um ein bisschen präziser zu arbeiten, nehme ich gerne diesen Pinsel, mit dem ich auch den Riesen-Concealer aufgetragen habe. Das packe ich mir jetzt dahin, wo ich diesen goldenen Lidschatten aufgetragen habe. Ich habe extra Gold genommen, weil mir das eben auch als Base dienen sollte. Und da hilft es nicht so viel nach oben gucken, damit sich das oben nicht gleich abstempelt. Und die goldene Base dient, wie gesagt, auch so als Sichtschutz, damit da keine Haut durchscheint. Wenn ihr sowas nicht habt, ist es nicht schlimm, wenn ihr einen Glitter Glue habt, Kleber. Ich meine, NYX hat sowas auch und ihr habt aber loses Glitter, dann könnt ihr auch mit so einem Pinsel euch erstmal Glitterglue hier so ein bisschen auftupfen und dann eben mit einem Pinsel Glitter aufnehmen und dann habt ihr eigentlich denselben Effekt. Ich finde es mit diesen fertigen Dingern meistens leichter, als jetzt noch mit Glitter zu hantieren. Man hat auch ein bisschen weniger, ja, Glitterpartikel im Gesicht rumfliegen. Gerade wenn ihr bei euren Looks mit Glitter arbeiten solltet, empfiehlt sich das hier auch wirklich mit, also vorher, mit dem Augen-Make-up anzufangen. Weil dann habt ihr danach noch die Möglichkeit, wenn es aufs Gesicht fliegt, eben nochmal wegzuwischen. Achso, noch ein Tipp. Wenn ihr mit so Liquid Glitter Eyeshadows arbeitet, auch wegen dieser Base, weil wenn ihr das zu dick auftragen solltet, dann fangen die im Laufe der Zeit an zu bröckeln. Und das ist dann nicht schön. Deswegen macht lieber wie ich die Farbe, die ihr, eure Hauptfarbe sozusagen, sagen wir, ihr wollt eher rosa tragen, dann nehmt einen Lidschatten, der in etwa in diese Richtung geht. Muss nicht 1:1 sein, aber so ein Hauch, wisst ihr? Weil dann könnt ihr mit dem Liquid Glitter-Ding softer arbeiten und ihr habt viel länger was davon. Es bröckelt euch dann halt nicht so. Das sind so die Kleinigkeiten im Leben, wisst ihr, wie ich meine? In diesem Sinne hilft tatsächlich nicht viel. Ich sage ja manchmal, viel hilft viel, aber nicht wirklich. Lieber mit weniger arbeiten. Weniger ist mehr. Weniger ist dann tatsächlich mehr. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Rest Scorpio auf diesem Blendepinsel und das blende ich jetzt hier so rein, damit ich einfach nochmal wirklich ganz softe Übergänge habe. Und ab hier würde ich nicht mehr so mit dem Pinsel drüber gehen, weil diese Goldreflexe lösen sich natürlich auch, wenn man zu sehr mit Blendepinseln drüber fegen sollte. So, my friends. Achso, einen Moment, ja, nicht so eilig. Dann gehe ich in die Farbe Pamuk. Pamuk ist eine Highlighter-Farbe. Nicht nur, man kann sie auch auf dem Lid tragen. Die Farbe gebe ich mir jetzt ein bisschen unter meine Augenbraue. Könnt hier aber auch, wenn ihr wollt, die Farbe eures Highlighters auftragen. Dann ist das alles so monochrom. Wer Schimmertöne unter der Augenbraue nicht mag, muss das jetzt auch nicht machen, ne? Das ist nur ein Zusatz, der hebt manchmal die Augenbrauen. Und wenn ihr das habt, einmal nochmal mit dem Blendepinsel drüber, damit wir hier auch keine Kanten haben. Okay, ich habe jetzt hier schon Goldpartikel drauf. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut sehen. Da hilft nichts. Kommen wir zu der Haut. Ich tupfe mir gerade nur dieses Make-up-Wipe aus dem Gesicht. Ich mache keine reibenden Bewegungen, um meine Haut nicht unnötig noch zu reizen. Ich kann euch empfehlen, einen Tag vorher wirklich eure Haut gut zu pflegen. Sprich, macht so eine, ja, so ein Dampfbad. Dann könnt ihr eine schöne reinigende Maske auftragen, eine schöne Feuchtigkeitspflege über Nacht einziehen lassen. Also wirklich, tut euch was Gutes und dann mit einem frischen Gesicht am nächsten Tag durchstarten. Also ihr könnt nochmal vielleicht, wenn ihr wollt, ein leichtes Peeling nehmen und dann gut pflegen. Damit wir eine flawless Haut haben. Ich werde jetzt einen Primer auftragen. Ich habe trockene Haut, deswegen arbeite ich immer mit feuchtigkeitsspendenden Primern. Hier kommt es drauf an, manche sagen, ich habe Mischhaut. Dann könnt ihr zum Beispiel, oder wenn ihr geweitete Poren habt, in diesem Bereich einen Primer nehmen, der porenfüllend ist. Auch da gibt es welche in der Drogerie. NYX hat zum Beispiel diesen Angel Veil Primer. Dann könnt ihr das hier auf diese Stellen auftragen. Ihr könnt einen mattierenden Primer nehmen und gebt euch den in die Zonen, wo ihr sehr ölende, fettende Haut habt. Wenn der Rest trocken ist, könnt ihr da zum Beispiel dann wiederum mit einer Feuchtigkeit, mit einem feuchtigkeitsspendenden Primer arbeiten. Es muss kein Primer sein, es sei denn, ihr habt eine richtig gute Hautpflege. Dann packt ihr euch rauf und das sollte dann auch gut sein. Also ihr braucht jetzt nicht losgehen und euch 1000 Primer kaufen. So, ich nehme den Master Prime von Maybelline. Das ist der feuchtigkeitsspendende Primer. Das ist so ein feuchtigkeitsspendender, aber hat noch so einen Silikonanteil. Das heißt, der wird mir jetzt helfen, mir Feuchtigkeit zu spenden, aber eben auch so ein bisschen meine Haut, mein Hautbild zu perfektionieren. So, ich arbeite den Primer so schön in meine Haut ein. Ich hatte schon mal einen Abi-Look gemacht, der ist jetzt, glaube
2 Jahre her, ich bin mir nicht sicher. Den Look verlinke ich euch hier oben. Damals habe ich die L'Oreal Foundation genommen, die Perfect Match Foundation. Hier ist Goldschimmer drin, mich stört das nicht. Also ich finde den Look halt von der Foundation schön. Das ist so die einzige, wo die Farbe wirklich richtig gut passt, die richtig toll aussieht. Also gerade farblich einfach auch, die hält bei mir gut. Deswegen ist die immer in meiner Sammlung dabei und deswegen werde ich mich auch wieder mit dieser schminken. Ihr nehmt natürlich die Foundation, die für euch am besten funktioniert. Also auch da, wenn ihr eine ölige Haut habt, also wirklich eine, die krass fettet, empfehle ich euch, mattierende Foundations zu tragen. Und wenn ihr ja halt trockene Haut habt, arbeitet mit ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Aber auch die mit öliger Haut sollten trotzdem die Haut mit Feuchtigkeit pflegen, ne? Fangen gern hier in der Mitte meines Gesichtes an. Da möchte ich die meiste Deckkraft, weil ich hier auch die meisten Rötungen habe. Ich kann die Foundation ein bisschen dicker auftragen und nach außen hin brauche ich nicht mehr so viel, außer hier in dem Bereich. Und dann kann ich die Foundation da dünner auftragen. Ich arbeite gerne Step by Step, deswegen arbeite ich das jetzt gerade mal in meine Haut ein. Foundation-Farbe sollte bei euch auf jeden Fall passen, wenn ihr ein Kleid tragen solltet mit viel Dekolleté. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, wirklich, auch wenn es ein paar Euro mehr ist, wenn ihr keine Farbe in der Drogerie habt, vielleicht im High-End-Bereich zu schauen, weil wenn ihr super dunkel im Gesicht seid oder viel zu gelb, viel zu pink, orange und ihr habt ein Dekolleté, das wird man halt sehen und das ist dann ja immer nicht so schön, finde ich. Auch hier auftragen, aufbauen, verblenden, einarbeiten. Wenn ihr euch Zeit beim Einblenden nehmt, ja, also wirklich das Produkt in die Haut sorgfältig einzuarbeiten, habt ihr sowieso nicht das Problem, dass eure Foundation nicht so gut hält. Weil der Pinsel und der Schwamm ein bisschen größer ist, nehme ich hier so einen kleineren Synthetikpinsel und arbeite die Flächen hier um die Augenbrauen herum ein bisschen besser ein, damit wir da keine Foundation-Kanten haben. Sieht doch snatchy aus! Mhm. Boom, boom, boom! Jetzt trage ich mir einen Concealer auf und den Concealer, den ich aus der Drogerie richtig gut finde, nicht nur farblich, sondern der funktioniert mit meiner Haut einfach sehr gut. Das ist der passende Concealer. Der Perfect Match von L'Oreal. Ich trage hier jetzt ein bisschen mehr auf, weil ich auch so einen highlightenden Effekt noch haben möchte. Es darf bis ruhig ein bisschen mehr als unser Alltags-Make-up sein. Also es darf natürlich auch viel mehr sein, dass jeder frei zu tun, was er möchte. Ihr könnt natürlich auch vorher Cream konturieren, ja, wenn euch danach ist. Auf jeden Fall arbeite ich den Concealer jetzt sorgfältig in meine Haut ein. Ich habe für mich in der Drogerie noch nicht das perfekte Puder gefunden. Es gibt ein paar, die sind wirklich nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel dieses NYX Puder hier, No Filter. Das ist ein schönes Puder, was man auch als Puder-Topper nehmen kann, ist dieses hier von Catrice, oh Gott, die Schrift ist nicht mehr so drauf. Das ist dieses Ding hier. Ja, so ein Baked Highlighter, das könnte man so ein bisschen mischen für einen Glow-Effekt, aber ich habe noch ein Loose Powder habe ich zum Beispiel noch nicht, also es gibt ja eins von Manhattan. Das ist gut. Ja, dann gibt es noch eins von Love. Wenn ihr sagt, in der Drogerie gibt es irgendwie ein neues Puder, also ein Loose Powder, also ein loses Puder, wo ihr sagt, okay, das ist der Shit, dann lasst uns das gerne wissen, teilhaben. Ich würde es auch gerne wissen, wenn ihr sagt, das was, das musst du ausprobieren, let me know. Ich möchte unter meinem Auge aber mit einem anderen Puder setten. Und zwar nehme ich das jetzt von Jeffree Star. Ich nehme so einen fluffigen Pinsel und das Puder presse ich in den Concealer. Ich mache keine wischenden Bewegungen, sondern drücke das Puder in meine Haut. Den Concealer habe ich jetzt erstmal gesettet. Das habt ihr gesehen. Was ich jetzt mache, ist, ich werde dasselbe Puder nehmen, in das Puder rein und sette jetzt damit auch mein Gesicht. Auch hier presse ich das Puder rein. Auf Puder würde ich tatsächlich bei so einem Look für Abi, Geburt, was auch immer, auf Puder würde ich da tatsächlich nicht verzichten, weil das lässt die Foundation, die Base einfach. Das versiegelt das so ein bisschen und macht die halt eben haltbarer. Und Puder hilft natürlich auch, dass die nächsten Puderprodukte, die wir dann auf der Haut auftragen, wie zum Beispiel Bronzer, Highlighter, dass es dann nicht so, ja, fleckig ausschaut. Ich habe alles gesettet. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe in dieses Catrice Puder. Das ist so ein Glow Puder, so ein Highlighter. Und damit gehe ich so ganz leicht nochmal über meine Haut, also so super soft, weil ich noch so ein bisschen Glow im Gesicht haben möchte, aber langanhaltend. Als nächstes würde ich mein Gesicht aufwärmen. Das mache ich mit einem Bronzer. Ihr könnt auch gerne konturieren. Ich habe einen Bronzer, mit dem ich beides machen kann. So konturieren, aufwärmen. Das ist so ein All-Over-Ding. Und auch der kommt am 2. Mai wieder raus. Irgendjemand hat geschrieben, dass der Backstage von Make-up-Artist
bei Let's Dance verwendet wurde. Hat jemand einen Screenshot? Kann das jemand mal meiner Frau schicken? Ich hatte so einen krassen Highlighter aus der Drogerie. Der war, glaube ich, von Catrice. Ich finde den gerade nicht. Ich finde raus, welcher das ist, den ich habe. Dann verlinke ich euch den in die Infobox. Ich trage jetzt einfach meinen auf. Nehmt einen Highlighter, den ihr einfach gerne benutzt. Also ihr könnt eure Highlighter krasser auftragen, weniger krass. Trag meine immer gerne so ein bisschen großflächiger auf, auch hier so meine Wangen. Ich baue das lieber mal ein bisschen auf hier. Was ich dann mache, ist mir einen Blush auftragen. Das ist der Catrice Blush Box Water and Sweat Proof. Das wäre zum Beispiel perfekt für die Nacht. Water and Sweat Proof. Das ist so ein ganz softes Rosa. Ihr könnt auch einen Peach-Ton nehmen. Kommt immer ein bisschen auf euren Look drauf an. So, wir haben jetzt grob die ganzen Puderprodukte im Gesicht aufgetragen. Dann müssten wir unsere Augenbrauen auf jeden Fall mit einem Gel setten, damit die in Form bleiben. Aber was ich hier einfach nur sagen möchte, ist, dass das Setten der Augenbrauen wichtig ist, damit die Haare wirklich, also damit eure Arbeit einfach auch da bleibt, wo sie ist. So, wenn ihr Make-up-Wipe habt, also egal was, ihr könnt euch einmal die Reste von den Lippen nehmen und nehmt euch eine schöne Lippenpflege, etwas, was wirklich auch Feuchtigkeit spendet, und dann tragt, solange ihr noch keine Lippenprodukte auf eure Lippen packt, einmal, sorgt einmal dafür, dass sie nochmal schön Feuchtigkeit bekommen, solange wir noch mit dem Rest beschäftigt sind. Ich für meinen Teil, wenn ich jetzt daran denke, Abi-Wahl zu haben, würde ich, ich würde die Muttern aussnatchen, bis kein Leben mehr da ist. Deswegen möchte ich es auch schön smoky haben, ja? Auch hier habt ihr jetzt Variationen, wir sind noch nicht so weit. Ich persönlich möchte es richtig dark und smoky haben, deswegen nehme ich mir ein Kajal, und zwar ein Kohl-Kajal. Dieser hier ist von Maybelline, den mag ich sehr gern, weil der sehr, sehr schwarz und sehr weich ist. Das heißt, ich kann ihn richtig schön ausblenden und das werde ich jetzt auch machen. Zum einen werde ich mir diesen Kajal auf meine obere Wasserlinie packen, weil wenn ich gleich diese Tusche und Wimpern auftrage, möchte ich nicht, dass man die Haut da oben sieht. Könnt ihr den Unterschied sehen? Habt ihr jetzt kleine Augen und sagt, naja, wenn ich da jetzt noch Kajal aufmache, dann wirken sie noch kleiner. Dann könnt ihr oben zum Beispiel was Haltbareres draufpacken, zum Beispiel so einen Gel-Eyeliner mit so einem Eyeliner-Pinsel, ja. Dann könnt ihr euch das so langsam hochpressen. Und lasst aber die untere Wasserlinie normal, ungeschminkt. Oder ihr packt euch einen cremefarbenen Kajal darauf, dann wirkt euer Auge ein bisschen größer. Packe ich auch auf meine untere Wasserlinie. Wie gesagt, wenn ihr sagt, oh, ich habe schon kleine Augen, dann nehmt statt schwarz, also hier für oben schwarz, aber so ein Gel-Liner, weil die halten einfach ein bisschen besser. Und für unten dann so einen schönen cremefarbenen oder gar nichts auftragen. Einfach eure Haut durchscheinen lassen. Lasst es durchscheinen. Okay, dann nehme ich so einen Smudger-Brush, also einfach irgendeinen Pinsel, mit dem ich diesen Kajal jetzt ein bisschen ausblenden kann. Arbeitet diesen Kajal so richtig schön in euren Wimpernkranz, dass da die Haut nicht so durchschimmert. So fleckig und richtig schön so. Das ist schön ausgeblendet. Mhm. Dann nehme ich wieder diesen kleinen Blendepinsel. Ja, hier, ihr wisst das. Nehme die Farbe Moody. Und die Farbe gebe ich jetzt direkt da oben drauf und blende das so richtig schön aus. Also auch hier so smoky, wie ihr es halt haben möchtet. Ich mag es sehr gerne ausgeraucht, weil wenn man dann auch noch Lashes aufkleben sollte, dann ist es oben und unten so ein bisschen ausbalanciert. Haben wir hier oben jetzt voll so voll die Party abgehen und unten ist dann nur so ein Strich. Sieht immer ein bisschen unbalanciert aus. Und das Tolle ist, wenn man immer so ein bisschen ausblendet hier unten, abgesehen davon, dass es verdammt sexy aussieht, ist es halt auch einfach so, wenn das so ein bisschen der Concealer in die Fältchen kriegt, wenn man ein bisschen Falten hat, das wird so ein bisschen kaschiert dadurch. Auf jeden Fall nehme ich Scorpio nochmal. Und Scorpio presse ich jetzt in diesen schwarzen Kajal. Für die, die sagen, okay, das ist krasser als das, was ich jemals schminke, kann jetzt sich die Wimpern tuschen. Für mich ist es noch nicht genug. Das heißt, ich curle mir jetzt einmal meine Wimpern nochmal so zurecht. Weil, achso, was ich euch noch empfehlen kann, ist, wenn ihr falsche Wimpern tragen solltet. Also ihr könnt euch einen Lidstrich ziehen, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, auch gut. Also ich finde das ab hier jetzt sowieso, also sowieso alles Geschmackssache. Ich möchte mir keinen Lidstrich ziehen, so ein Cat-Eye. Ich möchte aber Fake Lashes tragen. Und weil ich nicht möchte, dass diese Farbe auf meinem Lid durch die Wimpern durchschimmert, nehme ich mir einen flüssigen Eyeliner.
Dieser hier ist jetzt von Trend It Up Matte Tube Eyeliner. Was ich damit mache, ist, ich werde so viel Farbe wie möglich abstreifen. Also ich will nicht viel Farbe haben. Nehme mir einen kleinen Spiegel zur Hand und die Farbe gebe ich so dicht wie möglich an meine eigenen Wimpern, weil das hilft mir auch, das Wimpernbändchen später zu kaschieren. Es sind halt, wie gesagt, so diese kleinen Tipps und Tricks, die helfen, so einen Look eben nochmal zu perfektionieren. Ich kann euch empfehlen, für diesen Arm Waterproof Mascara zu benutzen. Einfach aus dem Grund, falls ihr mal ein Tränchen vergießt, weil ihr euch von Lisa trennt und Marco sagt auch Ciao nach diesem Semester, Halbjahr, ja, Schule. Dann wird es natürlich traurig und dramatisch. Falls man ein bisschen weinen sollte, ich bin zum Beispiel eine Heususe, ich würde definitiv weinen, dann ist Waterproof Mascara, nicht Water Resistant, wirklich Waterproof, immer ganz gut. Also etwas, was auch ein Tränchen mal aushält, ja. Ich nehme jetzt die Miss Manga von L'Oreal. Ansonsten ist die von Catrice. The Glam and Doll heißt sie, glaube ich. Die ist in der Sheen. Also wie gesagt, wer keine Fake Lashes tragen möchte, der tuscht sie sich jetzt einfach ordentlich. Ich tusche sie mir jetzt nicht so ordentlich, weil ich Fake Lashes tragen werde. Ein Trick von Kylie Jenners Make-up Artist, wäre zum Beispiel eine braune Mascara für die unteren Wimpern aufzutragen, weil sie begründet das so, dass es eben den Look softer macht. Und das finde ich ziemlich cool. Da habe ich mir das von Maybelline mal gekauft. Und das hält echt Ewigkeiten, auch wenn man Mascara ja eigentlich austauschen sollte. Ja, wobei ich sagen muss, wenn es jetzt so krass smoky ist, brauche ich mehr Kontrast. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich greife wieder zu den Atomwaffen. Das finde ich gut. Aber es war mit dem Braun jetzt doch gar nicht so schlecht. Das hat jetzt so ein bisschen als Primer gedient. War das richtig? Was mir gerade auffällt, wer sagt, oh, das unten ist mir so schwarz, ist mir so dunkel, ist mir zu krasser Kontrast zu oben, dann könnt ihr auch einen braunen Kajal nehmen, ja? Also es muss nicht schwarz sein. So, Fake Lashes. Ich werde mir meine auftragen. Und zwar in dem Style Istanbul. Auch diese kommen am 2. Mai wieder raus. So, ich benetze meine Wimpern mit Wimpernkleber. Dann lasse ich die einmal so, also ich lege die zur Seite, dann kann dieser Kleber so ein bisschen, wie sagt man, anbinden. Was ich dann mache ist, mit diesem Restkleber, der auf diesem Applikator drauf ist, und dann ganz vorsichtig gebe ich mir ein bisschen Wimpernkleber an meinen Außenwinkel so und vor allen Dingen ein bisschen in meinen Innenwinkel. Weil das sind so die Stellen, wo der Wimpernkleber sich gerne irgendwann verabschiedet und so habe ich ein bisschen mehr Sicherheit, dass es wirklich klebt, aber nicht auf die Wimpern, ne? Wort bei den Sprichwörtern sind also doppelt halt besser. Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, seitdem ich das so mache, halten meine Wimpern deutlich länger. So gerade ausgucken, einmal platzieren, boom! Hallo. Gerade ausgucken, einmal platzieren, einmal kurz innehalten, wie geil die sind. Dann können wir anfangen, die hinten so ein bisschen zu platzieren und sie dann anschließend vorne platzieren. Dann wartet einmal kurz, bis der Kleber reagieren kann. Dann wieder hinten platzieren, vorne platzieren. Und einmal kurz sitzen lassen und dann können wir anfangen, hinten das nochmal so ein bisschen zu befestigen und andrücken, dass die falschen Wimpern sich mit den echten Wimpern verbinden. So, ich finde, es fehlt ein bisschen was im Innenwinkel. Gerade bei so dunklen Augen-Make-up-Looks hilft es, wenn man hier so ein bisschen was reinpackt, dann öffnet das nochmal das Auge. Dafür nehme ich, wisst ihr, was ich nehme? Ich nehme Slay. Piu, piu. Okay, ich line mir jetzt einmal die Lippen mit dem NYX Sweat Matte Lip Liner in der Farbe London. Ich würde zu diesem Look jetzt schon Nude-Lippen tragen. Man könnte jetzt auch einfach ein Gloss tragen. Man könnte aber auch richtig knallrot. Also rot wäre jetzt halt auch richtig krass. Ich habe zwar gerade kein Rot hier, aber also wenn ihr zu viel Lippenpflege drauf habt, dann könnt ihr euch das so abtupfen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Für mich ist die perfekte Nude-Lippenfarbe. Also ich habe noch in der Drogerie noch nicht meine perfekten Lippenprodukte gefunden, muss ich sagen. Ich habe immer mal wieder für Looks zum Beispiel diese NYX Suede Liquid Lipsticks
Ja, ansonsten hat Love halt noch welche. Ich nehme meinen. Den wird es zwar am zweiten Mal leider nicht geben. Aber vielleicht haben den ja einige von euch zu Hause. Oder ihr habt eben eure eigene Nude-Kombination. Und ich nehme meinen in 1986. Die Farbe tupfe ich mir so in die Mitte und blende das dann so ein bisschen ein. Dann nehme ich so einen Lippenpinsel und blende das dann so ein bisschen in den Lip Liner. Mit Nude-Lippen kann man, finde ich persönlich, nichts falsch machen. Wer matte Lippen tragen möchte, kann das auf jeden Fall machen. Matte Lippen sind einfach wirklich lang anhaltend. Ich persönlich mag immer, gerade wenn ich auch so ein bisschen Schimmer auf dem Lid habe, nehme ich mir gerne so ein durchsichtigen Gloss und tupfe mir das so ein bisschen hier in die Mitte. Ihr müsst aber nicht, guckt euch ein Fixing Spray aus der Drogerie oder im High-End-Bereich, liegt ganz bei euch, das zu euren Bedürfnissen passt. Es gibt zum Beispiel richtig gute von Urban Decay, da gibt es mehrere, wirklich Settings Mist, mattierende und feuchtigkeitsspendende, was ich gerne nehme. Aus der Drogerie ist von Catrice das Prime and Fine Multi-Talent Fixing Spray. Das ist das hier. Das hatte ich mal fälschlicherweise gekauft, weil Catherine Light benutzt ja das Schimmernde, glaube ich. Und weil ich dachte, das wäre das, aber ich fand es halt trotzdem voll gut. Und was macht so ein Fixing? Also abgesehen davon, es gibt Mattierende, es gibt Fixierende und es gibt Feuchtigkeitsspendende. Ich finde, wenn man sich nochmal so einen Hauch Feuchtigkeit zurückgibt, also wirklich ein bisschen, dann das nimmt so ein bisschen diesen Puder-Effekt aus dem Gesicht, weil jetzt haben wir ja schon ein bisschen Puder aufgetragen, ne? Wir haben das ja schön in die Haut eingearbeitet, damit das Make-up den ganzen Tag da bleibt, wo es ist. Aber ich finde, so ein Hauch sieht immer noch ganz gut aus. So, ich lasse es immer gerne mit so einem Ding hier einziehen, dann nehme ich gerne nochmal meinen Schwamm, aber wirklich super vorsichtig tupfe ich ich presse dieses Fixing-Spray in meine Haut. Wenn ihr zu doll drückt und es noch zu feucht ist, übt es vielleicht ein paar Mal, dann könnt ihr euch die Foundation nämlich abnehmen und es wäre richtig scheiße. Das ist für mich ein Look. Ich würde damit jetzt auf jede Veranstaltung gehen, auf einen roten Teppich, egal wo. Man ist einfach richtig snatchy, finde ich. Man hat jetzt nicht zu viel krasse Steps gemacht, aber auf jeden Fall ein paar Steps, um so ein Ergebnis zu erzielen. Wenn ihr Fragen haben solltet, stellt die super gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr natürlich alle Produkte in der Infobox. Hier findet ihr weiterhin 2 weitere Videos. Hier könnt ihr die Mudern super gerne unterstützen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.